Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight im Autohaven Schrottplatz mit unserer Kate. Hallo Dwight. Hallo, wer auch immer du bist. Mir fällt gerade dein Name nicht ein. So, ja, ich habe heute Kates neues Outfit zum St. Patrick's Day. Ach, es ist die Hexe. Und schnell weg hier. Ja, meine Aufgabe ist die Paletten dem Killer zu drücken. Also die Paletten, um den Killer damit zu betäuben. Was mir jetzt Gott sei Dank einmal geklappt ist, einmal gelungen ist. Und ich hoffe noch mehrere Male. Gehst du? Gehst du nicht? Ah, sie bleibt. Ah, eine kleine Semi-Camperin. So. Dann wollen wir mal schauen. Will ich hier runterkriegen? Ah, natürlich. Ach ja. Gut. Was? Es wurde gegen meinen Gen getreten. Das finde ich aber nicht nett. Ach ja. Also manche, ich glaube, viele Killer wissen das nicht, oder? Aber die Obsession sollte man zum Schluss töten. Und nicht direkt als erstes. Und auch nicht tunneln. So, vor dem Tor. Ah, neben der Palette. Okay. Ah, oh, ah, ja. Brennendes Totem. Das ist gut. Das muss weg. Ace wird gejagt, dann habe ich genug Zeit, das brennende Totem wegzumachen. So, dann war hier an der Palette auch noch ein Totem. Okay, das ist kein brennendes. Okay, aktuell wird keiner gejagt. Okay, doch, es wird genug gejagt. Wir haben Spaß da hinten. Dann gehe ich mal weg. Hier hinten war ja noch der Gen. Da wollte ich mal gucken, wie weit der ist. Boah, der ist wieder zurückgesetzt. Jonah, jetzt ist mir der Name eingefallen. Jonas, Jonah, irgendwie sowas. Ja,
Somit wäre der erste tot. Ich hoffe, die Hexe kommt jetzt nicht so schnell vorbei. Direkt auf der anderen Seite ist das. Oh! Jupp. Ist voll okay. Ah, wieso konnte ich jetzt wieder die Palette nicht ziehen? Also irgendwie ist da der Wurm drin oder das ist sehr killerfreundlich, weil man kann unheimlich schwer die Paletten droppen, wenn man steht. Also gefühlt habe ich mich da rauswickeln können. Ich bin doch eigentlich super im Tarnmodus, weil ne, hier alles grün und ich habe grüne Klamotten an. Schön. Wundert mich jetzt aber wirklich, dass die mich jetzt nicht tunnelt. Ja. Abschmieren, ne? Ja. Jetzt geschafft. Das sieht, glaube ich, sickig auf mich. Kann ich sabotieren? Nein, leider nicht. Aber... Ach, wo bringt die dich hin? Timbuktu? Da, okay. Ich bin ja hier eigentlich wunderbar im getarnten Modus. Ha. So. Jetzt rennen. Sie kommt nämlich wieder. Und wer hätte es gedacht? Sie tunnelt. Ja, was macht denn hier eigentlich unser Jonah? Ist auch schon fertig. Was ist denn noch einer? Ja, ohne Worte, Robert. Da ist sie. Ja, du bist eine ganz tolle Tunnlerin. Yeah.
So, jetzt habe ich getankt. Aber sie ist nicht hinter mir her. So, dann kann ich auch nicht helfen. Okay. Wo steckt der andere jetzt? Den Jen. So. Hier ist direkt der Ausgang. Adrenalin sei da. Ne, ich habe Balance Landing dabei. Danke für die Heilung. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal los zum Retten. Endlich schaffen wir das. Oh, noch im Gebäude drin. Nee, außerhalb. Ohne Worte, ernsthaft. Nee, da habe ich null Verständnis für dieses Campen. Solche Leute haben es echt nicht verdient zu spielen. So. Mache ich sonst eigentlich nicht, aber die hat es echt verdient. Weggetunnelt und dann auch beim letzten noch gecampt. Nee, da habe ich null Verständnis für. Da fehlen mir echt die Worte und also ich finde, solche Spieler dürfen das Spiel gar nicht spielen. Die machen den anderen, die es wirklich ernst meinen, also eher aus Spaß spielen und sich nicht ärgern, wenn sie mal verlieren. Die nehmen dann komplett den Spaß, also da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen, aber naja, es gibt halt solche und solche und solche sind mir lieber als solche. Aber wir haben es ja der Hexe geschafft. Dritte Siegel, Fluch Ruin, Pirscher, Spürung des Schattens. Ja, eigentlich habe ich, also ich habe ja eigentlich fest damit gerechnet, dass die Nöte dabei hat, aber hatte sie ja Gott sei Dank nicht. Naja. Ja, ich hoffe, die Runde hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Und ich hoffe, dass ich euch bei der nächsten Runde auch begrüßen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.